Also Tenma, denk nach auszubilden, Nagendar. Anna ist Medical Technician im Labor. Das tut Tenma sich wischen, darum schreit Nagendar ne Bewerbung. Er zieht nach Düsseldorf und Tenma gibt ihm ne Erklärung. Okay, Nagendar, deine Qualifikationen sind eigentlich ganz nice, aber da gibt es noch eins. Eine Sache ist aber geheim. Nagendar, du bist gescheit, aber ein Praktikum muss sein. Und um ehrlich zu sein, wer hier worken will, der crankt den Soldier Boy. Also deine Hausaufgabe ist zu cranken, diesen Deck zu maken und zu meistern. Dann bist du im Nu ein Medical Technician, bei den Nice und meinesgleichen. Zu Hause in der Wohnung crank Nagendar den Soldier Boy so hart. Er übte schon die ganze Nacht und den ganzen Tag. Die Nachbarn sind ausgezogen, denn er crankte ihn zu hart. Soldier Boy kommt nach Düsseldorf geflogen und dance mit ihm. Dann schreibt Soldier Boy ein Empfehlungsbrief an Dr. Tenma, ja. Also dieser Nagendar crankt den Soldier Boy like crazy. Er Superman die Ladies, hire diesen Dude. Dr. Tenma sagt, na gut, dann hire ich den Dude. Wenn er cranken kann, dann ist es ja gut. Nagendar hilft ihm bei den OPs, während einer Herz-OP crankt jeder Surgeon zu dem Beat. Das geht so ab, das Herz ist wieder normal. Dann crankt der Patient mit, jeder crankt den Soldier Boy so hart. Nagendar ist ein Star, er crankt ihn voll 1A. Der Krankenhausdirektor sagt jetzt na. Wenn du so weitermachst, übernimmst du meine Position. Johann hat Nagendar mitgekriegt. Er will den Dude beenden, aber als er vor der Haustür steht, sieht er durch das Guckloch diesen Crank the Dance. Und auf einmal wird er gut. Johann macht beim Cranken mit. Er hat gar keine Lust zu sein, ein Bösewicht. Jeder crankt den Soldier Boy zu dem Beat. Dr. Tenma crankt den Soldier Boy zu dem Beat. Und Nagendar crankt den Soldier Boy zu dem Beat. Dieser Johann crankt den Soldier Boy zu dem Beat.